Ein herzliches Hallo und willkommen zurück auf Tic-Tac-Talk. Wir möchten einen kleinen Rückblick machen, geschätzte Freundinnen und Freunde der feinen und hochfeinen Uhrmacherei. Ein Rückblick auf die GMT Master 2 von Rolex im Vergleich zur GMT von der Tudor Black Bay Edition. Da hattet ihr von mir eine Hausaufgabe bekommt, die habt ihr mit Bravour gelöst. Ich bin mega happy, denn ich habe natürlich dazugelernt. Das werden wir bearbeiten. Dann machen wir einen knappen und kurzen Rückblick auf die vergangene Watchtime-Uhrenausstellung in Düsseldorf. Und ich stelle euch diesen jungen Mann vor. Warum steht er Herb und warum schaut er so glücklich aus? Da gibt es einen bestimmten Zusammenhang, nämlich es geht um eine Uhr, die ich euch unbedingt vorstellen möchte und damit auch eine neue Kategorie in diesem Kanal eröffne. Gleich geht es los nach dem Intro. Bis gleich. Vielen Dank. Gut, machen wir den Rückblick auf den Vergleich Rolex GMT Master 2 oder auch die Tudor Black Bay Edition GMT. Die Hausaufgabe, die ich an euch gerichtet habe als Bitte, das war natürlich, kennt ihr sonst noch irgendwelche Uhrenmodelle, die ebenfalls den Datumsrücksprung beherrschen? Und da sind wirklich einige Meldungen eingegangen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank für euren starken Support. Ich habe also wirklich dazugelernt. Der Verursacher des Videos, der Joe, ein Freund aus frühen, ganz frühen Jahren, der Joe Zatko, hat mir genannt die Citizen Pro Master Mechanical GMT Duo. Hier das Bild zur Uhr, tolles Produkt, finde ich absolut in Ordnung, passt. Dann haben wir eine Seiko Pressage Sharp Edged GMT Series SPB22J. Das kam von, ich sage es mal, Klammer auf, Uhren 81 heißt er wohl. Dann eine Mido Ocean Star GMT von vermutlich Jörg Wetzel. Sein Kürzel ist JRG Wetzel. Vielen Dank auch für den Hinweis. Es kamen noch ein paar mehr rein, aber ich möchte nicht überstrapazieren. Also es gibt auf jeden Fall demnach Produkte, die das beherrschen. Und ein Produkt, was ich eigentlich hätte selbst wissen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen, Kniefall machen, das ist die Fortis. Und diese Fortis F43 wurde mir genannt. Die kommt natürlich mit dem Kenissi-Kaliber, also sprich die Kaliber, die auch die Tudor verbaut. Und somit war es klar, dass natürlich dann eine Fortis F43 mit einem identischen Uhrwerk und identischer Ausstattung das gleiche beherrscht wie die Tudor. Okay, so viel dazu. Der nächste Punkt ist der Rückblick auf die Watchtime-Uhrenausstellung am Rheinufer in Düsseldorf. Ich war total überrascht und perplex und habe mich natürlich gefreut. Es kamen unglaublich viele Leute auf mich zu, die mich wiedererkannt hatten, die hatten mich angesprochen. Klar, da stehst du erstmal da und das Gesicht sagt dir nichts und dann, ja, ich verfolge deinen Kanal, könnte ein bisschen mehr kommen, ein bisschen regelmäßiger, jawohl, Asche auf mein Haupt. Das bestätige ich, es wird auch wieder etwas mehr kommen. Jetzt kommen die ruhigeren Tage, es geht dem Jahresende zu. Man hat mehr Freizeit und da werde ich sicherlich das eine oder andere Video produzieren können. Uhren sind zuhauf hier, da kann ich gerade aus dem Vollen schöpfen und euch sicherlich einiges an interessanten Videos anbieten. Dann möchte ich euch den jungen Mann wie vorher vor dem Intro kurz vorstellen. Was heißt das? Ja, da steht Herb und er strahlt über alle vier Backen. Was steckt da dahinter? Da dahinter steckt eine Uhr, die ich aus dem Netz gefischt habe. Und zwar handelt es sich hier um die Chopard LUC 1937. Eine absolut hochkarätige Manufakturuhr mit einem Manufakturuhrwerk, also mit interner Wertschöpfung unter dem Dach Chopard.
Publikumspreis zwischen 8.500 Schweizer Franken und mehr als 10.000 Euro. Die habe ich für kleines Geld geschossen. Der Joe, den ich auch in Düsseldorf wieder sehen durfte, dem habe ich das gezeigt. Auf dem Handy, im Netz, die Uhr war zum Verkauf für 3.200 Schweizer Franken. Was heißt für mich? Noch nicht mal oder gerade so ein Drittel des Listenpreises für eine Uhr, nagelneu und ungetragen. Also irgendwer musste die wohl loswerden und ich sagte da zu meinem Freund Joe, das ist überhaupt keine Diskussion, gar keine Frage, die Uhr muss ich haben. Und jetzt kommen wir zu Help. Der junge Mann ist überglücklich, denn er hat High-End but Low-Price Watches im Fokus. Und das ist die Kategorie, die ich öffnen möchte, also High-End-Uhren, das sind dann ausschließlich wirklich Manufakturuhren mit Manufakturkalibern zu einem absolut unschlagbaren tiefen Preis. Diese Uhren gibt es, ich habe noch mehrere rausgefischt aus dem Netz, die mich absolut überzeugen, wo ich sage, okay, wenn so eine Uhr 3.200 Schweizer Franken kostet und mir angeboten wird für dieses Klimpergeld, ich sage es mal nicht überzogen oder nicht überheblich, einfach Klimpergeld im Vergleich zum Listenpreis, zum Katalogpreis von rund 10.000 Euro. Und ich kriege sie für 3.200 Franken, das sind, lass mich aus der Hüfte schießen, 3.400, 3.500 Euro. Was will ich denn da noch sagen? Da kriege ich doch ein Spitzenprodukt nachgeworfen, also hole ich das Ding. So, dann schauen wir uns die Uhr mal an. So, dann möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, euch mal zu zeigen, wie ich da eigentlich vorgehe bei der Suche nach so einer speziellen und auch preiswerten Luxusuhr. Und zwar gehe ich da in aller Regel natürlich raus aus dem Hauptfeld, also sprich weder Rolex noch Patek und auch keine Audemars Piguet, sondern gleichwohl zu Marken, die prominent sind, definitiv Luxusmarken sind, echte Manufakturen, die ja so eine sehr tiefgreifende, tiefgehende interne Wertschöpfung in sich tragen, wie zum Beispiel eine Piaget. Das Modell Piaget Polo ist eine absolute Ikone, das ist ein sehr klassisches Modell, die gibt es seit Jahrzehnten, finde ich eine total interessante Uhr, hat auch ein entsprechend schönes, attraktives, eigenes Uhrwerk. Ganz simpel, Dreizeiger mit Datum, aber eben sehr hochwertig mit einem speziellen Design, einem ikonischen Design. So, jetzt ist es so, dass die Uhr also in der Schweiz mit einem regulären Preis von
12.000 Schweizer Franken angeboten wird, was natürlich ganz schön üppig ist. Aber da kann man ja natürlich dann hergehen und suchen. Und da bin ich dann fündig geworden bei Chrono24. Hier gibt es die Uhr für etwas mehr als die Hälfte. 6.740 plus 60 Franken Transport, das sind dann 6.800 Franken. Und ja, wenn dann noch die Mehrwertsteuer draufkommt, also Einfuhr, Umsatzsteuer von 8,1%, dann bin ich wegen mir bei 7.500 Franken, habe immer noch 4,5 gespart. Das passt definitiv. Kein Problem. Okay, das wäre also ein Modell, wo ich sage, jawohl, das passt. Da sind sogar noch die Original-Stickers drauf, neuwertig, ungetragen, mit Box, mit Originalpapieren. Anders für mich nicht vorstellbar, wenn ich möchte schon natürlich das Komplettset. Eine Uhr ohne Papier, ohne Box ist bei mir kein Thema, gibt es nicht. Dann habe ich noch ein zweites Beispiel und zwar eine Parmigiani, das Modell Tonda Metropolitan. Das wäre jetzt zum Beispiel eher eine Uhr für meine Frau, von der Größe her 33,1 mm im Durchmesser. Liegt bei 8.900 Schweizer Franken. Die Parmigiani ist eine hochfeine Manufaktur, gehört zu Vaucher. Das ist also der Uhrwerkehersteller, die machen die Uhrwerke für Marken wie Audemars Piguet, Richard Mille etc. pp. Also die haben überall im absoluten Luxussegment ihre Finger drin und Geschäften da. So, und dann suche ich ebenfalls nach diesem Modell und sehe, okay, die Uhr liegt in der Schweiz, kostet noch nicht mal die Hälfte des Listenpreises, 3.990 Schweizer Franken. Der Anbieter befindet sich in der Schweiz, hier ein gewerblicher Händler. Und selbstverständlich ist die Uhr neu, mit Originalbox, mit Originalpapieren, so soll das sein. Und wenn ich die dann mal wieder abgeben möchte, dann weiß ich oder bin ich mir recht sicher, da werde ich kein Geld kaputt machen. Das ist jetzt einfach mal so dargestellt, wie ich da vorgehe bei der Suche. Gut, jetzt bleibt mir noch zum guten Schluss das Fazit oder die Schlussbewertung der Chopard LUC 1937. Dann gehen wir nochmal rüber zu der Uhr. Wir haben uns die Chopard LUC 1937 ein bisschen genauer angeschaut und was ich darin sehe in dieser Uhr ist was wirklich Spezielles, was man nicht überall bekommt. Warum? Was ist da so speziell dran? Für mich ist die Uhr sportlich, sportlich elegant oder auch elegant sportlich. Ich kann die Uhr zur Jeans tragen, ich kann sie zum Anzug tragen, eigentlich zu jeder Gelegenheit, warum? Eben mit diesen 10 Atmosphären, Wasserdichtigkeit, kann ich mit der Uhr alles machen, was ich möchte. Die ist gut geschützt. Sie hat aber gleichwohl noch einen feinen Auftritt über dieses, der Hersteller sagt, über dieses porzellanartige Zifferblatt. Ich konnte bis heute nicht herausfinden, was damit eigentlich gemeint ist. Ich habe einen guten und geschätzten Freund, einen ehemaligen Mitarbeiter von der Manufaktur Chopard, der mir leider ebenfalls keine Antwort geben konnte. Was ich vermute oder was ich für möglich halte, ist einfach, dass das Zifferblatt grundsätzlich ein normales, ein einfaches ist, aber vielleicht noch eben ähnlich wie in einem Kaltemaillprozess eine Glasschicht erhalten hat. So was kann ich mir drunter vorstellen. Ansonsten reicht meine ja, Kreativität nicht weiter im Moment. Die Tatsache, dass Chopard LUC 4000, circa 4500, auf jeden Fall keine 5000 Uhren im Jahr produziert und verkauft, macht die Marke LUC natürlich ein bisschen exklusiv, das finde ich auch total spannend und interessant.
Natürlich sagt sich der Endverbraucher, Chopin habe ich überhaupt nicht oder nur geringfügig im Fokus als Uhrenmarke, als Uhrenmanufaktur, weil sie sehr, sehr schmucklastig ist. Chopin bringt mir per sofort immer und ausschließlich zunächst einmal in Verbindung mit hochexklusivem Schmuck, feinen Schmuckstücken von Hand gefertigt, ausschließlich in 18 Karat Gold. Was natürlich auch noch sehr bekannt ist, sind die Chopin Happy Diamonds Collections. Das ist allerdings ebenfalls eine Uhrenkollektion von der Marke Chopin, aber nicht Chopin LUC. Von dem her, ich denke, die Marke, die geht schon Richtung anspruchsvolle Kundschaft mit der LUC-Kollektion, möchte den Herrn ansprechen, der über ein gewisses Budget verfügt, aber auch ein vertieftes Kenntnisse, über vertiefte Kenntnisse in Sachen Uhren verfügt und sehr viel Wert darauf legt, eine Manufakturuhr zu besitzen oder zu kaufen. Der Preis erklärt sich mir auch nicht ganz. Ne? Ihr habt gesehen, in der Schweiz wird dieses Produkt angeboten ab 8.350 Schweizer Franken, in Deutschland für 9.450 bis zu 10.500 Euro. Woher kommen diese Preisunterschiede? Zum einen ist der Euro im Vergleich zum Schweizer Franken weiterhin schwach bis schwächer unterwegs. Dann gibt es aber weitere Produktunterschiede in Form von Alligatorenband oder auch das, wie bei meinem Modell hier mit dem Rubberstrap, was hier noch mehr Sportlichkeit verleiht und so ein bisschen Lässigkeit, ein bisschen Leger im Auftritt gibt. Da würde ich sagen, kann noch der eine oder andere Franken plus oder minus gerechnet werden. Aber in der Summe liegen wir in einem Durchschnittspreis von ja, 10.000 Euro, 10.000 Schweizer Franken. Das meine ich ist okay. Und wenn du dann die Uhr wegen mir bestellst auf Chrono 24, wo ich es jetzt zum Beispiel herbezogen habe, da liegen wir dann in meinem Fall, ich will mal nachschauen, 3.000 irgendwas Franken, 3.200. Wenn du die Uhr dann in den EU-Raum bestellst, dann kommen noch 19% Mehrwertsteuer drauf, eventuell noch Zollgebühren, dann bist du wegen mir bei 4.200, 4.300, lass es wegen mir 4.400 Euro sein oder auch 4.500, bist du aber noch immer knapp unter der Hälfte des Listenpreises für eine hochkarätige Manufakturuhr mit ganz tollen Eigenschaften. Wie gesagt, ich schätze sehr das plötzlich springende Datum, dieses fein gearbeitete Uhrwerk, absolut zeitloses Design von dem Zifferblatt und von dem Gehäuse. Nichts Spektakuläres, die Uhr ist heute tragbar, die war vor 10 Jahren tragbar und sie wird in weiteren 10 Jahren genauso gut tragbar sein. Vom Durchmesser her 42 mm geht für mich auch heute noch absolut in Ordnung, auch wenn primär der Trend zurückgeht und die obere Grenze von manch einer Marke bei 40 mm definiert wird. Ich muss ja nicht jedem Trend nachlaufen. Wenn mir die Uhr in meinem Handgelenk gut gefällt mit 42 mm, dann ist das doch in Ordnung. Was hat die Uhr des Weiteren zu bieten? Ich denke, einen guten Namen aus einem tollen Hause und von daher bin ich froh, dass ich sie habe und ich werde euch sicherlich bald wieder mit einem Help-Produkt um die Ecke kommen und hoffentlich auch erfreuen. Ich bedanke mich für den Moment, ich bedanke mich für euer Zuschauen und ich bedanke mich nochmal, wenn es einen Daumen nach oben gibt oder auch ein Abonnement hier bleibt. Ansonsten wünsche ich euch eine frohe Vorweihnachtszeit, Adventszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber ich gehe davon aus, wir sehen uns nochmal im alten Jahr. Alles Gute, gehabt euch wohl, ciao und tschüss.